Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Platinum DLC Video. In diesem Video geht es um die neuen Container, mit denen man Holz transportieren und verkaufen kann. Hab hier schon ein paar Sachen vorbereitet, damit wir das möglichst störungsfrei arrangieren können. Gehen wir jetzt hier erstmal in den Shop rein und man findet die hier, da wo auch die Ballen und Paletten und so sind, in dem extra neuen Bereich unter Container. Und da gibt es nur das eine Produkt, aber man kann dann auswählen. So, und zwar kann man von der Größe her wählen, 12 Meter Länge, das ist hier dieser große, oder 9 Meter. Oder 6 Meter. Und das macht schon einen Unterschied, welche Größe man wählt. Logisch, einerseits wegen der Größe, aber man sollte Holzstämme haben, die möglichst exakt genau die richtige Länge haben. Also wenn man gerne unkompliziert verlädt, so dass man, sagen wir mal, noch relativ gut Kontrolle über die Stämme hat, würde ich sagen, nehmt einen 6 Meter Container. Wenn man ein Profi ist im Holzbereich und sagt, mich schrecken auch 12 Meter Stämme nicht, dann kann man auch einen 12 Meter Container nehmen. Den kann man aber nicht mit 6 Meter Stämmen füllen. Dann kriegt man ganz erhebliche Geldabzüge. Man verdient dann nur die Hälfte. Selbst wenn man ihn ganz voll macht mit den 6 Meter Stämmen, kriegt man sehr viel weniger Geld. Da wird also Wert drauf gelegt, dass die Stammlänge genauso lang ist wie der Container. Ich kaufe jetzt mal einen 6 Meter langen, weil die 6 Meter Stämme sind deutlich einfacher zu handeln als die langen Stämme. Hier kann man die Farbe wählen. Da wählen wir hier mal ein schönes Waldgrün. Das mag ich irgendwie gerne für dieses Forstpack. Dann gibt es hier noch Designunterschiede. Da kann man so Lizard-Aufkleber drauf machen. Aber wir lassen das einfach mal so. Und hier seht ihr auch, der kostet auch einiges. Und wenn man den Container mitsamt dem Holz verkauft, ist der Container weg. Es ist also wie so eine Art Pfanddingens. Aber man kriegt viel mehr Geld, wenn man das Holz im Container verkauft. Also man macht einen erheblichen Profit, obwohl man diese 3850 dann praktisch als zusätzliche Kosten hat. So, kaufen wir das mal. Da steht er. Nehmen wir gleich mal den Radlader, den ich extra für diesen Zweck hier hingestellt habe. Und man kann die Container auch mit dem etwas größeren Gabelstapler verladen. Also es muss nicht hier dieses monströse Gerät sein, aber das ist natürlich super gut geeignet. So, jetzt gucken wir erstmal, wo die Öffnung ist. Ich glaube hier. Nein. Die ist hier. Und diese Öffnung sollte auf der Rückseite von diesem Tieflader landen. Also, dass es nach hinten rausguckt. Das ist wichtig. Und man verlädt die Container normalerweise auf Tieflader. Man kann sie auch auf Zugwaggons verladen. Da muss man halt noch zusätzlich die Zugmiete zahlen und so. So. Jetzt fahren wir am besten mal gucken. Vielleicht so andersrum da dran. Und wenn man sich so einen Container gekauft hat und denkt, ach, ich will jetzt vielleicht lieber doch nichts mit Container machen, dann wird man die so nicht mehr los. Man muss die also im Prinzip wenigstens mit ein bisschen Holz gefüllt am Containerverkaufsplatz verkaufen. Hier so kann ich ihn nicht verkaufen. So. Ah, ich zeige euch vielleicht auch mal im
Shop, mit welchem Manitou ich auch schon welche verladen habe, finde ich wahrscheinlich am besten hier. Bei dem Pack hat man einen ziemlich großen Gabelstapler dabei. Und dieser hier, der steht auch für unsere Benutzung im alten Sägewerk. Wenn man also nicht viel Geld hat und sagt sich, oh, jetzt auch noch ein Radlader. Und ich kann mir nicht mal diesen teuren Gabelstapler kaufen. Dann nimmt man den Gabelstapler aus dem Sägewerk und fährt hier zum Shop und verlädt damit den Container. Das geht also auch. So, jetzt muss ich hier mal die Breite, ne, das könnte fast passen. So. Und von der Präzisionssteuerung finde ich den Gabelstapler fast einfacher, aber es geht auch so. So. Und auf diesen Tieflader passen im Prinzip zwei von diesen 6-Meter-Dingern. Aber wenn es hinten raus, also wenn es eher hinten ist, dann guckt es hinten raus. Und je nachdem, wo man das jetzt hinfährt, rastet es ein. Entweder hier im vorderen Bereich, das sehen wir gleich. So, man muss es nicht sehr präzise aufladen. Also hier, das steht jetzt schief und krumm, das müsste aber eigentlich gehen. Und ja, doch, es ist gegangen. Und jetzt ist es eingerastet. Man kann jetzt, also wenn ich jetzt versuche, das umzuwerfen, da es hängt fest auf dem LKW-Tieflader. Was natürlich super praktisch ist. Und jetzt können wir hier hingehen und die Tür aufmachen. So. Da. Ja, Hilfe aufmachen. So sieht man das hier nicht. Aber wenn man dicht rangeht, dann sieht man Tür öffnen mit R. So, die Tür muss offen sein, um die beladen zu können. Und jetzt gucken wir mal. Ich schau mal, ob ich das für euch deutlich sichtbar machen kann. Denn es ging wie ein Lauffeuer durch die LS-Community, vor allem die Konsolenspieler, und es hieß, die Container, super toll, super toll. Das sind endlich Autoloader für Konsolen. Und sie haben eine gewisse Autoload-Funktion. Aber meiner Interpretation nach sind sie weit entfernt von dem, was man sich von einem Autoloader erhofft. Bei einem Autoloader erhoffen sich wahrscheinlich die meisten, dass man da an einem Holzstapel vorbeifährt und dann wird der Holzstapel komplett aufgeladen. Das tun die nicht. Ich zeige euch hier mal der Bereich, wo die was annehmen. Und jetzt sieht es hier ganz verwirrend aus, aber ihr seht da im Himmel, sieht man so den Rahmen von einem Kasten in Orange, hellorange. Da. Der geht hier lang, hier runter, da entlang, hier hoch und natürlich auf der anderen Seite auch. Und ich weiß, es sind viele andere verwirrende Linien, aber dieser Kasten hier, wo man hier die Spitze sieht, das ist der Bereich, wo die Baumstämme aufgeladen werden. Also wenn man einen Baumstamm in diesen Bereich bringt, dann wird der automatisch reingesogen in diesen Container. Aber nicht, wenn er auf dem Boden ist. Und auch, ja, wenn man dran vorbeifährt, passiert praktisch gar nichts. So, jetzt mache ich das erstmal wieder weg. Gut, wir fahren jetzt mal in den Wald. Und ich zeige euch, wie man trotzdem auch ohne Kran die Bäume aufladen kann. Denn die Krane zum Aufladen sind für sehr viele Spieler der Horror der Forstarbeit.
Und darum wollen ja viele einen Autoloader haben, weil sie mit den Kranen nicht klarkommen. Und natürlich kann man jetzt einen Kran nehmen und dann die Stämme da reinhieven. Oder als PC-Spieler nimmt man den starken Bauern und hieft die Stämme da rein. Alles wunderbar. Aber was machen die Consoleros, die keinen starken Bauern haben und die mit dem Kran nicht klarkommen? Davon gibt es viele, glaube ich. Ich bin PC-Spieler und komme auch mit dem Kran nicht klar, aber ich kann den starken Bauern nehmen. Und es gibt aber Lösungen. Und hier ist jetzt die meiner Meinung nach eleganteste Lösung, die dieses Pack hier mitbringt, für diesen Zweck, habe ich schon bereitgestellt. Aber er hat jetzt hier leider die meisten Stämme wieder verloren, weil er da schon so lange steht. Müssen wir die neu aufladen. Und zwar dieser Radlader. Der lässt sich einfach so viel leichter bedienen als ein als ein Kran. Und darum ist der meiner Meinung nach für alle Consoleros und auch PC-Spieler, die keinen starken Bauern benutzen wollen, die mit den Kranen nicht klarkommen, die Lösung, wie man Stämme transportieren kann. Aber der kostet halt Geld. Der kostet leider ordentlich Geld. Da kann man sich dann im Zweifelsfall eine Regierungssubvention genehmigen, um sich diesen Radlader kaufen zu können. So, ich guck mal, ob er die noch wirklich hat, die Stämme. Nee, ich glaube, ich lade die mal wieder richtig auf. Ah, das ging einfacher, als ich dachte. Ich musste nur runter und wieder neu greifen. Der ist wirklich so ein Riesenunterschied im Vergleich zum Kran. Jetzt versuche ich das mal optisch gut hinzukriegen. Jetzt fahren wir da mal hin. Und sobald wir in die Zone kommen, schnappt sich der Container die Stämme. Oh, der geladene Baum hat die falsche Länge. Okay, die habe ich, glaube ich, von Hand gesägt oder so. Und immer wenn man die falsche Länge reinwirft, kriegt man so eine Meldung. Jetzt machen wir es mal auf. Da müssten die anderen da eigentlich auch reinfallen. Na komm. Och, enttäusch mich doch nicht. Na gut, dann greife ich die neu. So. So. Aber ihr seht schon, dass das wirklich kein Autoloader ist, so wie man sich einen Autoloader vorstellt. Aber man muss auf jeden Fall nicht die Stämme mühsam in den Container reinwerfen. Wenn man sie in die Nähe gebracht hat, dann ist es schon relativ einfach. So, na komm. Die holen wir jetzt auch noch geschwind. So. Und ihr seht ganz deutlich, wie ungeschickt ich mich generell anstelle mit solchen Sachen. Und trotzdem gelingt es mir, die in einem halbwegs passablen Tempo zu verladen. So, na komm. Ein wunderbarer Vorführeffekt. So. Okay, also man sieht, ein Autoloader ist es nicht. Auch mit diesem Volvo muss man üben. Ganz klar. Und wenn ich ihn jetzt hier so nehme, mit meinem starken Bauern, den ich ja glücklicherweise habe, dann wird das hier ziemlich einfach geschnappt. Also für Spieler, die sowieso einfachere Möglichkeiten haben, ist auch das natürlich einfacher. So, komm.
Ja, auch nicht immer. Ist das Ding jetzt drin? Ja, das Ding ist drin. Wird schön hier ordentlich reinsortiert. So mancher Spieler mag sich denken, ah, ich weiß, wie es geht. Ich säge einfach die Stämme direkt da rein. Funktioniert aber leider nicht. Also man kann, wenn man gut ist mit einem Vollernter, auf so einen Rungenwagen die Stämme einfach so draufsägen. Da braucht man aber ziemlich viel Übung. Dieses Verfahren geht aber nicht mit den Containern, denn die Container saugen den Stamm, bevor er in Stücke geschnitten ist. So, 6 Meter ist okay. Mal gucken, ob wir den hier angepasst kriegen. Jawohl. So. Und jetzt werfen wir den mal so rum um. So. Und fahren da mal hin. In den Einflussbereich. So. Und wenn ich das jetzt säge mit kurzen, na, bisschen besser noch, mit kurzem auf die Sägetaste tippen, dann saugt der trotzdem sofort den ganzen Baum rein. Zack, weg ist er und dann sagt er, der geladene Baum hatte die falsche Länge. Dies verringert den Verkaufspreis. Super Sache. Also diese Methode geht leider nicht. Und mit dem Radlader, ich denke schon, das ist die beste Lösung, aber wie ihr gesehen habt, muss man da auch ein bisschen üben. Und jetzt fahren wir den mal verkaufen, machen ihn wieder zu. Ups, ich will mich nicht einsperren. Und dann gucken wir hier mal auf der Karte. Und zwar, wir sind hier unten jetzt. Und hier oben beim alten Sägewerk gibt es hier die Container, das Container-Lagerhaus. Das ist die Container-Verkaufsstation. Und ich zeige euch hier mal die Preise für Holz. Holz. Das ist hier so, ja, zwischen 2.900 und 3.000 paar zerquetschte. Und beim Container-Lagerhaus kriegt man 3.800 pro 1.000 Liter. Man kriegt da also einen sehr viel besseren Preis. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier irgendwie so rauskommen. So. Der ist jetzt natürlich nicht voll. Wenn der voll ist, würde sich das so richtig lohnen. Aber ich will euch jetzt einfach mal zeigen, wo man das verkaufen kann. Und man kann dieses im Container transportierte Holz nicht an Produktionen liefern, sondern man kann es ausschließlich bei diesem Containerlagerhaus verkaufen, zu dem guten Preis. Es ist also nur vorgesehen für Holz, das man zu Geld machen will. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Da müssen wir jetzt nicht hier beim alten Sägewerk abbiegen, sondern eins später. So, das ist hier alles noch altes Sägewerk. Und da hinten dieser kleine Schuppen ist diese Containerverkaufsstation. So. Man könnte hier auch mit dem Zug hinfahren und dann müsste man hier aber mit dem Radlader den Container vom Zug abladen. So, zack, weg. 26.900 paar zerquetschte. Guter Verkaufspreis. Jo. Und das ist im Prinzip eigentlich alles, was man zu den Containern wissen muss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.